Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Diablo 3 und wir haben jetzt, glaube ich, zwei Bruchstücke von einem Schwert, glaube ich. Und ja, jetzt reden wir mit Deggert oder mit... Nee, wir reden mit der Fremde. Bevor wir das tun, wie üblich. Okay, das ist schon besser. Dann nehmen wir einfach das. Alle Gegenstände. Reparaturen, Gegenstände wiederverwerten. Ja, machen wir mal. Ups. Oh, was ist das? 8 Vitalität. Vitali. Was ist das? Baba. Brauche ich nicht. Okay, den Ring, den legen wir gleich mal an. Bam. Kriegen wir erstmal dicke Leben. So, ey, der Fremde, was du sagst du? Wir waren Magda nur einen Schritt voraus, aber jetzt haben wir das zweite Stück des Schwertes. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. In welche Sprache? Okay, dann gehen wir zum Fährmann. Ich habe heute ein paar neue zum Charon. Ich habe nachgedacht. Das kann nicht einfach gewesen sein. Das kann nicht einfach gewesen sein. Was denn? Magda? Alter, die Bitch, die habe ich noch gar nicht mal erwischt, Alter. Wenn ich die Bitch mal erwisch, Alter, dann mache ich die Bitch voll fertig, Mann, Alter. Ja. Fährmann, hallo. Ich muss die Fähre nach Wertham nehmen. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Ja, man kann natürlich auch sagen, das Dorf brennt. Solange ihr noch könnt. Bei allem, was heilig ist. Die Stadt brennt. Ja. Tod denen, die sich der Macht. Hätte ich den eigentlich schon gerne zu Ende reden lassen wollen tun. Die laufen freiwillig ihrem Tod in die Arme. Magda ist in der Nähe. Ah ja. Die Leute wollen freiwillig sterben. Oh mein Gott, Magda muss in der Nähe sein. Helft mir. Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Egal, stirb. Zu ihnen. Lauft nicht weg. Das würde euren Tod bedeuten. Ja, wenn er hier bleibt auch. So, okay, hallo zusammen und hallo zusammen und herzlich willkommen beim Abmetzeln und ihr sterbt. Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten. Hey Maggie. Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Der Ursel. Ein bisschen Pam, ein bisschen Pam. Und hier dann nochmal Pam, Pam, Pam. Und dann machen wir Pam und Pam und Pam. Noch. Und dann schaut es schon gar nicht mehr so gut aus für uns. Oder? Doch. Pam, pam. Pam, pata, pam, pam. Alter, noch mehr? Seht ihr den Feind da drüben? Ja, ich habe Augen im Kopf. Eine Ruhmreise. Können wir mehr von denen finden? Gerade eben hast du noch gemeckert. Frostnova zerschmettern. Arkanflut? Oh, ich glaube, das Ding hier. Schauen wir gleich mal nach. Frostnova sekundär. Arkanflut. Bombardement aus Arkanen geschossen. Nein, ich bin eigentlich noch relativ zufrieden damit. Wobei das weniger Mana verbraucht. Nee, wir belassen trotzdem das. Abbrechen.
Frostnova, zerschmettern ein eingefrorener Gegner, hat die Chance, eine zusätzliche Runde, wenn er getötet wird. Es haben sich Mächte gegen uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Doch ich kann es noch nicht erkennen. Es ist Schicksal. Gehen wir weiter. Ja, shit happens, kann man auch sagen. Ich suche das Heft eines Schwertes, das vom Himmel gefallen ist. Es leuchtet mit mächtiger Magie. Wisst ihr etwas davon? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Lea, halt die Fresse. Endlich, jetzt ist sie weg. Weg! Und ich bin wieder allein. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kanes Haus. McCain! Sind die Pommes schon fertig? Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard? Keine Pommes? Ja, Kane ist... Also es gibt keine Pommes mehr. Aber was mich jetzt eher interessiert ist... Oh mein Gott, Kane ist tot! Und vor allem... Wie ging denn Lea bitteschön ab? Weißt, schießt sie die ganze Zeit mit Pfeil und Bogen und so weiter und jetzt auf einmal macht sie da 10 Viecher One-Hit tot und richtiges Massaker darin. Also, yeah, die Alte hat's aber faustig hinter den Ohren, Alter, weißt? Da will ich lieber meinen Templer wegschmeißen und dann will ich die Alte neben mir haben und dann sag ich, Magic rein, mach, tot. Egal, wir... sprechen doch gleich mal die Prinzessin hier an, die Lia, die nervige alte Tante. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kanes Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem.
Ich weiß nicht, ob er ein Engel oder ein Mensch ist, aber das Schwert wird sein Gedächtnis wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wertham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Mag sie so viele Fallen stellen, wie sie will, das wird sie nicht vor mir retten. Ich habe jetzt auch nicht wirklich was dabei. Okay, ich habe schon verstanden. Aber wo soll ich jetzt hin? Keller der Kapelle von Wertham. Wir laufen jetzt einfach mal hier rauf und gehen mal dingsen. Tüdelü. Hallo, Unheilfeuer, voller Eichen. Zauberstab. Und ist er besser? Auch nicht, Alter. Ich habe ja volles Imba-Ding, Mann. Ba-bam. Okay. Genug gequasselt. Macht das Tor auf. Das ist jetzt eine Frage der Ehre. Wir dürfen nicht zögern. Ja, ich zögere ja nicht. Klippen von Wertham. Oh, cool. Warum kann ich nicht springen? Kann ich das kaputt machen? Kann ich dich kaputt machen? Alter, du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass die hier die ganze Zeit nur nebeneinander laufen und Monster umbringen, Alter. Da ist doch bestimmt ein wenig dabei. Meine Königin singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Ja, und was singt die? Sing mal. Die Königin. Abrechnen, egal, gut. Der ist ein wenig ballerballer. Essen? Nein. Okay, gut, dann. Oh, ja, was sehen denn da meine Äuglein? Noch wisst ihr was? Ja, warum nicht? Wir machen die nächste Folge weiter. Dann bedanke ich mich doch herzlich dafür. Dass ihr Kampf gegen die Dunkelheit beisteht. Sich gegen das Böse zu stellen, ist die Essenz des Daseins als Templer. Es gibt so viel mehr in diesem Universum. Halt dein Maul. Okay. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr alle zuseht und dass ihr, ja, so vor allem, ja, für jeden View möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Das wollte ich schon des Längeren. Und würde auch sagen, ich freue mich darauf, dass ihr auch das nächste Mal dabei seid. Und ja, das nächste Mal gehen wir auch mal Richtung Königin, würde ich vorschlagen. Und jo, dementsprechend würde ich auch sagen, ciao!